Erik, fünf harte Wochen Vorbereitung liegen hinter dir und dem FC Lustenau. Wie geht's deiner Mannschaft? Ja, ich hoffe gut. Mir geht's gut. Ich bin froh, dass es morgen wieder losgeht. Wir haben wirklich hart gearbeitet. Wir haben viele neue Spieler auch integrieren müssen. Die sind mit einem relativ hohes Fitnessniveau schon reingekommen. So, wir haben ziemlich schnell alle auf eine Linie bekommen und ja, jetzt geht's um die Wurst. Kribbelst da schon ziemlich im Bauch beim Erik Horry? Ja, heute eigentlich das erste Mal. Jetzt wird es so richtig ernst. Jetzt werden wir heute noch ein Abschlusstraining machen. Morgen früh noch was. Wir gehen schon ins Detail eine Standardsituationen. Und ja, jetzt habe ich auch die Aufstellung schon im Kopf, wie wir es machen wollen. Und jetzt kribbelt es. Ja, ist normal. Ihr habt ziemlich viele Spieler neu dazugekriegt. Es haben viele Spieler den FC verlassen. Wie haben sich die schon im Kader integriert? Ja gut, es ist natürlich so, dass die brasilianischen Jungs es immer ein bisschen einfacher kriegen, weil wir jetzt schon viel Erfahrung haben mit diesen Spielern aus Südamerika. Wir haben mit Marquinhos einen Spieler, Sabi einen Spieler, die was länger schon da sind. So, die haben die neuen Brasilianer sehr gut aufgenommen. Was den neuen Spieler betrifft, geht das ziemlich schnell. Sie haben sich zeitweise schon gekannt von Nationalmannschaften, was sie gemeinsam gespielt haben. Und ja, es ist ein junger, hungriger Spieler, die einfach positiv dahergekommen sein und was erreichen wollen. Zum Auftakt reist morgen der Vizemeister aus Gradkorn nach Lustenau. Die kommen ins Reichshausstadion. Was darf man sich da erwarten? Ist das gleich eine schwere Aufgabe oder fangen wir lieber schwer an? Ja, ich denke schon, dass das eine der Top-Mannschaften in der Liga ist. Es gibt natürlich den Magna und der Schwadorf, die was von Etat-Niveau oben alles darüber stehen. Aber dann kommt gleich mal Gradkorn. Sie haben sich mit Ehmann, Kichon, Windis, Parapatis sehr namhaft verstärkt. Und sie haben schon natürlich mit Panagiotopoulos und mit Hasler sehr starke Spiele in einer Reihe gehabt. So, das wird morgen echt ein harter Test. Und wir wissen dann gleich einmal, wo wir stehen. Ja, kommt klar richtig daheim und wir müssen voll Gas geben. Was glaubt da Erik Curry, wo steht der FC Lustenau am Ende dieser Saison? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich hoffe natürlich, dass wir unter die ersten vier sein, wie dieses Jahr, weil dann ist die Leistung sehr hoch einzuschätzen, weil einfach der Konkurrenz mit dem Innsbruck noch dazu aus Lustenau sehr, sehr groß ist. Aber es könnte möglich sein, dass wir unter die ersten vier kommen. Wir werden alles daran setzen. Und ja, was mehr kommt, das ist natürlich auch immer positiv. Der Aufstieg ist also beim FC ein Thema. Nein, das ist der Aufstieg anzupeilen, wäre ein bisschen vermessen. Ich denke, dass wir eine Mannschaft haben, die was sie in den nächsten Jahren entwickeln kann. Wir haben sehr viele Potenzialspieler da, die was in den Nationalteams spielen, U18, U19, U20. Und da kann man nicht gleich erwarten, dass die ja auf Abruf gleich top mitspielen. Wir werden die Größen ärgern und wir werden dann sehen, wie es sich weiterentwickelt.